So, jetzt schauen wir mal, Wir schauen ob gleichzeitig sich in der Gruppe. die Verbindung herstellt oder nicht. Aufzeichnung fortsetzen. Es dauert immer ein bisschen, aber wenn uns schon wer hören oder sehen kann. Dann wäre das gut, wenn wir das auch erfahren würden. Ja, wir sind live. Wir sind auf alle Wir Fälle haben jetzt live. Das ist schon mal einen cool. Zuschauer. Jo, sehr cool. Wir sind zu sehen. Die Andrea ist Hallo, ihr da. Lieben. Wir haben ein bisschen Zeitverzögerung, darum werden wir auch davon Abstand nehmen, dass wir jetzt in diesem laufenden Call mit unserer geschätzten Ilona Köhler auf die Kommentare eingehen werden. Wenn Kommentare oder Fragen sind, dann werden wir sie im Nachgang beantworten. Also traut euch zu fragen, traut euch die Fragen in den Chat zu posten und wir gehen dann noch gesondert darauf ein. Liebe Andrea, bevor wir jetzt die Ivona begrüßen, kannst du uns bitte noch ein Zeichen geben, ob wir zu hören sind? Zu sehen sind wir ja, das sehe ich. Aber ob wir auch zu hören sind, das wäre einfach super. Und wir bewegen uns in der Zwischenzeit, die Ivona und ich, damit es nicht ausschaut, Hallo, als würden wir sind das Kind stecken. wir? Herrlich. Es ist So. ein bisschen rauschig. Es ist ein bisschen rauschig. Liegt es an uns oder an dir? Dabei habe ich noch gar nichts zum Trinken. Genau. Uns ist es lieber, dass es ein bisschen rauschig ist, als wir sind ein bisschen rauschig. Aber wir werden jetzt losstarten. So ist es. Und zuallererst möchten wir ganz herzlich unseren heutigen Gast, Ivona Köhler, begrüßen. Ivona wird sich heute mit uns zu folgendem Thema austauschen. Folge deinem Herzen, auch wenn der Verstand dir Fragezeichen schickt. Und wenn wir dann die Ivona begrüßt haben, wollen wir natürlich auch alle an den Endgeräten da draußen in der weiten Welt begrüßen. Schön, dass genau du dich zugeschaltet hast zu unserer zweiten Folge des Diamond Revolution Talks. Und wir werden gar nicht mehr lange schwafeln, sondern losstarten. Und ich übergebe das Wort an die geschätzten Damen. Hallo, liebe Ivi, wir freuen uns total, dass du da bist, dass du dich bereit erklärt hast heute zum Gespräch mit uns. Und ja, es wird ein lockeres Gespräch einfach werden. Wir haben nichts Großartiges vorbereitet. Das ist auch wirklich so der Spirit von diesen Gesprächen. Und da stürzen wir uns einfach gleich rein. Und so die erste Frage einfach mal so, magst du ein bisschen was einfach von deinem Weg erzählen, wo auch immer du starten willst, ja? Ja, also erstmal auch ein ganz herzliches Hallo von mir und danke an euch, Christine und Reinhard, für die Einladung. Ja, mein Weg war, wie soll ich sagen, sehr, sehr hügelig, ein Bergauf, Bergab und in verschiedene Richtungen. Es hat eigentlich seit der Matura so angefangen, dass ich nicht wusste, will ich studieren, will ich nicht studieren. Dann hat es mir auf der Uni nicht gefallen. Dann habe ich noch ein anderes Studium ausprobiert, hat mir auch nicht gefallen. Dann habe ich Kosmetik gemacht, war zwar cool, aber im Endeffekt unterm Strich auch nicht meine Berufung oder das Highlight, das ich mir erwartet hatte. Habe dann versucht, mich ein bisschen mehr in die medizinische Richtung zu bewegen, habe dann da eine Prüfung aber nicht geschafft, dann habe ich es wieder aufgegeben, habe dann im Callcenter gearbeitet, dann war ich in der IT-Branche, da war ich über 3 Jahre, wollte dann auch in die Buchhaltung wechseln, das ist aber irgendwie nicht geglückt. Ja, und dann war ich eigentlich schon in der Selbstfindungsphase, wo ich dann gesagt habe, naja, was kann ich jetzt eigentlich machen oder was macht mir wirklich Spaß? Weil ich sehe einfach so viele Leute, die von der Schule weg studiert haben und gleich zu arbeiten begonnen haben und sie machen einfach immer nur das Gleiche, ja. Und das hat mich schon irgendwie so gefesselt, einfach aus dem Grund, weil ich das auch wollte, diese Sicherheit und dieses, ich weiß, was ich will. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja gut, mich aber jetzt so in irgendwas reinzuzwängen,
kann ich nicht. Das bin nicht ich. Ich kann nicht so tun, als würde mir das Spaß machen oder ja, als würde ich gern in der Früh aufstehen und ins Büro fahren. Nicht mein Ding. Naja, und so kam es, dass ich halt dann noch ein paar andere Sachen ausprobiert habe, wie Coaching, Fotografie, ja, keine Ahnung. Also es war dann so, ab diesem Zeitpunkt war so der Arzthelferinnen-Job zwar immer dieses, ja, das ist so mein Standbein, aber es war immer dieses, ich brauche noch so einen Tick was anderes. Und also Medizin war immer schon ein Ding, das mich sehr fasziniert hat. Ich komme auch aus einer Arztfamilie von meinen Großeltern. Und ja, es liegt mir so schon ein bisschen im Blut. Aber so, was jetzt so richtig medizinisch, was ich da jetzt machen hätte können oder so, bis auf Studieren, wusste ich eigentlich nicht. Und im Endeffekt war es dann einfach so, dass ich alles ausprobiert habe, was ich halt geglaubt habe, was ich nur ausprobieren kann. Und es hat einfach nichts funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, so, das kann ja nicht sein, dass ich nicht normal bin, ja. Und ja, habe dann einfach alles bis auf meinen Hauptjob hingeschmissen. Und siehe da, durch dieses Loslassen kam ich ein weiteres Mal zur Aromatherapie. Und bei diesem zweiten Mal zu einer wirklich, wirklich außergewöhnlich tollen Frau, die, von der ich heute sagen kann, dass sie sozusagen meine Schwiegermami ist. Und die mich unter ihre Fittiche genommen hat, die mir gezeigt hat, wie das geht, die ich auch heute noch fragen kann, wenn ich mir irgendwo unsicher bin, weil alle Themengebiete der Aromatherapie muss man halt selber irgendwie auch reinwachsen, und da ich keine Mami bin, sondern halt nur eine Hundemami. ja, wenn mich dann halt Klienten zu Kindern fragen, dann natürlich vergewissere ich mich da auch noch. Ja? Oder bei Sachen, wo ich einfach sage, bin ich mir unsicher, dann frage ich oder schaue noch in den Büchern nach oder so. Genau. Und so bist du bei der Aromatherapie gelandet. Ja, ja, genau. Ich finde es total schön, dass du das so aufzählst, was du so, ich habe das und das und das und das und das gemacht und ausprobiert, weil wir kennen das auch, ja, also Reinhard nur ein bisschen mehr wie ich, und manchmal hat man ja das Gefühl, boah, hey, bleibe ich jetzt nirgends dran, ja, oder probiere ich alles aus und schlussendlich mache ich nichts fertig, oder man hinterfragt sich ja da schon irgendwo mal an so Punkten oder denkt sich, ma, wenn man da links und rechts schaut, die anderen sind irgendwie angekommen in ihrem Job oder wo auch immer. Aber heute verstehe ich das ein bisschen so, das ist auch das Wesen der Hochsensibilität, dass wir wirklich so lange suchen und ausprobieren, bis wir wirklich sagen, hey, das ist tatsächlich meins jetzt. Ja. Wir sind nicht zufrieden mit irgendwie Kompromissen oder mit so Aussichten, dass wir sagen, naja, das machen wir halt. Machen wir. Ja. Ich denke mal, das, ein weiteres Charakteristikum von dieser Hochsensibilität ist, dass wir auch, wenn wir es gefunden haben, es nicht einzementieren. Mhm. Also ich mache den Beruf, den ich jetzt mache, solange er mir Erfüllung bringt. Wenn das nicht mehr der Fall sein, dann werde ich was anderes tun. Mhm. Also jeder da draußen kann daran erkennen, ob es mich noch auf der Bildfläche gibt, ob es mir noch Erfüllung bringt oder nicht. Das wird ja bei dir dasselbe sein, oder? Ivana, du hast ja gesagt, du hast das gewechselt, und da kommt dann natürlich irgendwo die Frage hoch, du hast gesagt, bin ich normal? Genau. Ja, es ist schon so, weil man halt, ich weiß nicht, vielleicht von außen auf sich selbst bezieht, es wäre normaler, einer Sache länger treu zu bleiben. Dabei, glaube ich, kann man diese Wertung gar nicht treffen, denn beides ist okay. Es ist total bewundernswert, so wie du sagst, wenn jemand diese Ausdauer hat und seine Erfüllung gefunden hat und lange in einem Segment bleibt. Es ist aber auch faszinierend, wenn es Menschen gibt, die sich viele Aspekte erarbeiten und sozusagen ganz bunt aufgestellt sind. Mhm. Alles hat was. Ja, also da ist wirklich gar nichts Falsches dran, weil ich muss sagen, all diese Sachen, die ich probiert habe, die verwende ich heute in meinem Leben. Genau.
die Fotografie, auch wenn es nur mit dem iPhone ist, damit fotografiere ich meine Produkte. Die Kosmetikausbildung war enorm wichtig, um dieses Grundwissen zu haben, was sowohl Medizin betrifft, als auch vor allem die Naturkosmetikprodukte in der Aromatherapie. Mhm. Also hätte ich das alles nicht, glaube ich, dann würde es ganz anders ausschauen. Ja. Es würde was fehlen, was die Ivona Köhler zur Ivona Köhler macht. Genau. Mhm. Ja, Ivi, du bist dann in die Aromatherapie gekommen oder wieder mal zur Aromatherapie gekommen. Sind wir uns dann schon begegnet oder war das dann später erst? Das war später erst, weil wir haben uns schon, also wir haben uns ja während der Coaching-Ausbildung, genau, und da war noch nichts oder nicht mehr was mit Aromatherapie, weil Aromatherapie habe ich schon vor, ich glaube jetzt mittlerweile 7 Jahren oder so begonnen, über ein großes amerikanisches Unternehmen, wo ich aber jetzt im Nachhinein sagen kann, dass es für mich nicht den europäischen Standards der Aromatherapie entspricht und ich sehr, sehr froh bin, dass ich jetzt bei einem österreichischen Unternehmen bin, einem österreichischen Familienunternehmen, das ist mir auch ganz wichtig, und da einfach viel mehr den Bezug zu dieser echten und, ich sage jetzt mal, professionellen Aromatherapie habe und nicht dieses nachplappern, weil man es halt einfach so oder so gehört hat. Ja. Damit kann ich einfach nichts anfangen, weil ich es in der Medizin, also rein aus der Schulmedizin, verstehe ich sowas auch nicht. Da habe ich genauso Patienten, die dann sagen, ja, aber der hat mir das und das gesagt und ich habe gehört, das soll man da dagegen machen und so. Und ja, also ich denke mir halt immer so, wenn ich mein Auto in die Werkstatt stelle, dann will ich auch, dass das der gelernte Mechaniker macht und nicht der Hausmeister von nebenan. Schön gesagt. Ja. Okay, also du bist jetzt bei einem österreichischen Unternehmen. Wir werden es nicht sagen, dass das Unternehmen Feeling ist, weil wir ja keine perfekte Werbung machen wollen. Genau. Was willst du dazu sagen? Und also wir haben dich ja im Frühjahr dann ein Stück begleiten dürfen. Ja? Vielleicht magst du ein bisschen was sagen, warum jetzt einfach auch so dieses Thema Revolution und Aromatherapie oder einfach so, was unsere Zusammenarbeit einfach auch ja, an Auswirkungen für dich gehabt hat. Ja, also das Ding war ja, ich habe ja von euch schon auf Facebook einiges gesehen und wir kennen uns ja schon länger. Und ich dachte mir so, hey, was die zwei machen, das geht so richtig unter die Haut, so, aber so richtig angenehm einfach, so urcool, das haut mich um. Und da ihr ja hauptsächlich Coaches ansprecht oder Therapeuten oder Psychologinnen, habe ich mir so gedacht, naja, was soll ich jetzt sagen? Ich meine, ich mache Aromatherapie und mache halt meinen eigenen Duftschmuck, den ich auch verkaufe, aber eigentlich kann ich mich da nicht hineinkategorisieren irgendwie. Habe mich da natürlich getraut, euch anzusprechen, eh klar. und es war dann halt dieser große Wunsch, mit euch zu arbeiten, weil ich einfach gespürt habe, das ist anders. Ja? Das ist nicht diese Verkaufsmasche und den Leuten irgendwas reinreiben, ja? Weil das will ich nicht und das bin ich auch überhaupt nicht. Aber irgendwie fehlt mir so die Klarheit im Business, wie ich mit Marketing am besten rausgehe. Und als ich mich dann nach eigentlich mehreren Gesprächen, es war gar nicht nur eins, dann dafür entschieden habe, mit euch dieses 30-Tage-Programm zu machen, gab es einen Schlüsselsatz, der bei mir so richtig so Klick gemacht hat. Und das war, dass man nicht in der Früh aufsteht, dann bin ich jetzt die Ivi und 2 Stunden später, nachdem ich dann gefrühstückt und mich angezogen und was weiß ich was gemacht habe, schlüpfe ich in meine Businessrolle und dann bin ich die Ivona Köhler von Happy Aroma. Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich jederzeit die Ivi und die Ivona von Happy Aroma bin. Da gibt es keine Unterscheidung. Und das war für mich so
eine Erleichterung im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist mir wie ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich mir gedacht habe, so, ja, ich bin Unternehmerin und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das muss mir weder irgendwie unangenehm oder peinlich oder wie auch immer sein, sondern das bin ich. Und das war, glaube ich, auch so der erste Moment, wo ich dieses Gesamtpaket von mir, das ich halt bin, so richtig annehmen konnte. Mhm. Also das war ein schöner Moment. Wow, schön. Voll schön, ja. Und dann, also ich kann mich nur erinnern, wie du bei uns eingestiegen bist. Da waren schon die Armbänder so im glaube ich, ja. Ich weiß nicht, ob die schon in der Realisierung auch waren. Aber ja. Es ist ja mega viel draus geworden, ja. Ja. Ja, also in der Zwischenzeit sind dann eben noch Anhänger dazugekommen, dann die Malerketten und ja, jetzt dann schon die ersten Workshops, wo die Leute, also meine Teilnehmerinnen, sich ihren Duftschmuck selber kreieren können und halt die Basics und die Grundlagen der Aromatherapie kennenlernen, egal in welchem Bereich, ob von der Haut bis zum Essen über Haushalt, es ist alles dabei. Gut. Wow. Und wo siehst du, liebe Ivi, diese Revolution, ja? Revolution der Aromatherapie? Ich kann mich auch noch erinnern, du bist nämlich zu uns gekommen und hast gesagt, ich mag nicht so diese, wie hast du gesagt, dieses Altweiber-Aromatherapie, ja? Also so, das ist so alt irgendwo, ja? Oder das angestaubte Image. Angestaubt, genau. Ja. Und hast eben gesagt, da muss was Neues her. Ja, da muss was Frisches und Spritziges her, habe ich gesagt. Ja, es ist, ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die mich gefragt hat, naja, was machst du jetzt eigentlich? Ich habe da überhaupt keinen Überblick mehr. Und dann habe ich gesagt, du schau, ich mache viel mit ätherischen Ölen. Und dann hat sie so gesagt, na, Aromatherapie, das machen doch, also, nein, genau. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich an Aromatherapie denke, dann habe ich immer das Gefühl, das machen nur alte Frauen. Und das ist nur teuer und das können sich nur ältere, gut situierte Frauen leisten. Da habe ich gesagt, du, ich kann dich irgendwo verstehen. Ich finde den Begriff mittlerweile auch schon abgenutzt, weil jeder, der ein ätherisches Öle-Fläschchen in die Hand nimmt, kann ja heutzutage behaupten, ich mache Aromatherapie. Also jetzt nicht unbedingt in diesem Wortlaut, weil therapieren dürfen ja in Österreich nur Ärzte. Aber ja, es ist mir halt wichtig, da so auch die jungen Menschen wieder drauf anzusprechen, weil was ich merke, ist, dass auch viele junge Mütter zur Aromatherapie wieder greifen für ihre Babys. Und und das ist mir halt einfach wichtig, dass man das auch wieder weiterführt, nicht nur im Kindesalter, sondern dass man es für ganz, ganz verschiedene Sachen anwenden kann. Und dass Aromatherapie in dem Sinn machen wir jeden Tag, weil wenn wir uns zum Beispiel frisches Essen kochen, dann sind da auch viele ätherische Öle drinnen. Ja, und ich denke mir ja, mit deinem Duftschmuck, wie du das nennst, ist dir ja ein Geniestreich gelungen. Wie funktioniert denn das, Ivi? Vielleicht magst du uns einfach da, vielleicht schaut jemand zu, der diesen Duftschmuck von dir noch nicht kennt. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Ja, sehr gern. Also ich habe jetzt da einen Maler liegen. Ich habe auch eine kein Armband da, aber ich kann noch schnell eins holen. Ein Armband habe ich. Ein Armband hat die Christine. Ah ja, sehr cool. Also der Duftschmuck besteht aus einem Hauptelement und das ist immer der Lavastein. Der ist so schwarz, okay. Weißt du, man es jetzt gut sieht, so schwarz und Porn. Und da kann das ätherische Öl ganz gut aufgenommen werden und hält sich da auch, ich sage jetzt mal, zwischen 4 und 24 Stunden. Es kommt immer darauf an, was für ein Duft das ist. Zitrusdüfte verfliegen einfach ein bisschen schneller, weil die leichter sind. Und holzige Noten wie zum Beispiel Sandelholz, Patchouli oder sowas, was einfach so erdig ist, hält sich auch dementsprechend länger. Das ist aber nicht jetzt
nur bedingt auf dem Lavastein, sondern das ist generell so. Also diese schweren Düfte wie Sandelholz, Patchouli und so weiter wird auch bei der Parfumherstellung zur Erhaltung des Dufts sozusagen als Fixateur verwendet. Und ach so, ja. Ja, und dann, also das ist halt eben das Hauptelement. Und bei einer Mala, wie zum Beispiel bei der, sind halt 108 Steine aufgefädelt. Grundsätzlich dient eine Mala-Kette ja als Gebetskette im Buddhismus, Hinduismus, als Zählhilfe für ein Mantra, wenn man das halt spricht. Und bei den Armbändern ist es einfach so, dass der Lavastein meistens in der Mitte ist und dann verschiedene Deko-Elemente, also entweder Perlen oder auch Steine oder irgendwelche anderen Schmuckelemente noch mit eingearbeitet werden. Und dann hat man einfach das Vergnügen, diesen Duft immer bei sich zu haben und immer so eine leichte Brise zu bekommen. Also es ist wie so ein Mini-Diffuser. Man kann eigentlich sagen, man arbeitet auf eine sehr hippe und ansehnliche Art mit Düften. Ja, das ja? Kann man sagen. Okay. Ich habe nur eine Frage, weil sie mir jetzt gerade auf der Seele brennt. Eine Gebetskette, eine Mala, würde doch auch für Männer funktionieren, oder? Na sicher. Keine Frauentermine, dieser Schmuck, der herstellt. Überhaupt nicht. Also es gibt, im Buddhismus gibt es ja vorwiegend, also ich kenne es zum Beispiel nur so, dass es da vorwiegend männliche Mönche gibt. Und sie haben eigentlich so wie auch in der katholischen Kirche mit dem Rosenkranz, also die haben alles ein Kettel. Ja, müssen wir mal schauen. Spekulierst du schon rein? Ja, schauen wir. Es gefällt mir, dass da die Männer, die sensiblen Männer, nicht ausgegrenzt werden von diesen. Nein, Kindern. Auf keinen Fall. Also es gibt ja auch genug Männer, die auch Armbänder tragen, meistens okay. Halt dünkler gehalteneren Farben, aber das ist ja alles möglich. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also nicht nur für die Frau, sondern auch für den Göttergarten sind deine Schmuckstücke. Genau. Sehr gut. Cool. Auf jeden Fall. Evi, wenn wir noch ein bisschen zurückschauen auf so den Kern authentisches Marketing, ja, kannst du dich nur erinnern so an, weiß nicht, Herausforderungen, die du einfach wirklich, wo du gesagt hast, das war für mich wirklich anfangs schwer oder herausfordernd und die habe ich aber bewältigt, da bin ich durch, ja. Weil ich denke, in unserer Gruppe sind eben gerade viele, die haben ja in sich dieses Thema, für das sie brennen, diese Botschaft, was auch immer das ist, dieses Business, diese Methodik, was auch immer, und stehen trotzdem immer wieder vor einer gewissen Hürde. Ja, was war es denn bei dir, wenn du da so ein bisschen zurückdenkst? Also bei mir war es vielleicht so, dass ich mir oft selber Stress gemacht habe. Mit den Postings auch, weil ich nicht wusste, was ich schreiben soll. Da hat mir sehr gut dieses Storytelling geholfen, das ich nach wie vor anwende, vielleicht nicht bei jedem Post, aber das muss man halt einfach situationsbedingt abhängig machen. Und ich finde, es ist wirklich total wichtig, sich da keinen Stress zu machen, weil, also ich merke das bei meinen Postings, wenn ich so auf Teufel komm raus, ja, schau, dass ich den super Text habe oder wie auch immer, dann merke ich, dass es gar nicht so viele Leute liken, wie was, das mir so einfach spontan einfällt. Oder wo ich sage, scheiß drauf, ja, ich schreibe einfach, was kommt, ja. Und das spüren die Leute, was für eine Energie darüber kommt. Also genau. Das war echt eine wichtige Erfahrung für mich. Ja, das, ich denke mal, du sprichst was ganz was Wichtiges an. Das ist nämlich diese Energie, die zwischen den Zeilen mitschwingt. Ja. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie, ob die Sätze jetzt rhetorisch geschliffen sind oder ob da der Beistrich genau an der richtigen Stelle ist. Die Intention, in der diese Sätze verfasst wurden, in dem Fall vielleicht diese Leichtigkeit oder dieser Flow, dieser, ja, ich schreibe es jetzt einfach, egal, ob das jetzt gefällt oder nicht, ist wahrscheinlich der Schlüssel zu den Herzen der Menschen da draußen, die du ansprichst mit deiner Botschaft. Und das ist nicht nur bei dir, liebe Ibi, sondern bei allen von uns. Also je besser es uns gelingt, authentisch zu sein, auch in dem, was wir schreiben, umso mehr
werden wir da an die Menschen kommen. Und deine Ergebnisse zeigen so. Du hast ja, eine fantastische Response auf deine Postings. Ja. Ja, so cool, was sie entwickelt hat. Voll cool. Ja. Macht Freude. Ja, also zu dem noch anknüpfend, ich denke mal, es geht ja immer um diese momentane Energie, die wir transportieren, gell? Und wenn wir da beschränkt sind von dem, oh, jetzt will ich es besonders machen oder jetzt will ich irgendwie genau das Richtige treffen oder so, beschränken wir uns selbst. Und genau dann geht es nämlich einfach meistens in die Hose. Ja, je offener wir so vom Kanal her sind, auch wirklich so die Verbindung Hirn, Herz, Bauch offen haben und die Verbindung zum Avatar oder zur Avatarin haben, desto leichter gelingt es. Ja. Und das ist auch so ein Hauptaspekt. Es ist ja bei allem so. Also es ist egal, ob man jetzt ein Posting schreibt oder ob man ein Video aufnimmt. Wenn man es irgendwie machen will, besonders machen will, dann ist man im Kopf und ist mit der Aufmerksamkeit bei sich. Ja. Ich will es ja besonders machen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Wenn es durch mich hindurchfließt, bin ich mit der Aufmerksamkeit bei denen, an die ich meine Botschaft adressiere, und ich bin bei dem Thema, über das ich schreibe. Der Fokus liegt dort, wo er hingehört, und nicht auf mir, um gefallen zu wollen. Ja. Ist cool. Also ist echt cool. Also deine Postings, wie gesagt, also die sind echt der Hammer. Ibi, was würdest du den Frauen empfehlen, auf den Weg mitgeben, die einen ähnlichen Ruf in sich spüren, wie du ihn gespürt hast? Also als allererstes würde ich mal sagen, nicht aufgeben. Auch wenn ihr noch auf der Suche seid oder so, ich habe lange, lange Zeit geglaubt, dass ich niemals das finden werde, wo ich sage, okay, gut, das mache ich jetzt und das mache ich so lange, wie es mich einfach glücklich macht. Ja? Und dieses Gefühl, auch einfach angekommen zu sein. Also das gibt's auf jeden Fall. Einfach bitte nicht entmutigen lassen. Was mir allerdings geholfen hat, war wirklich dieses Hinschmeißen. Also wo ich dann gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf den Ordinationsjob und mache sonst nichts mehr nebenbei. Und das war dieses so, ja, wie wenn so Schuppen abgeblättert wären irgendwie. Und dann dieses wahre Wesen, sage ich jetzt mal, irgendwie so zum Vorschein gekommen wäre. Das hat zwar eine Zeit gedauert, aber es war kürzer als gedacht. Also ich glaube, das waren bei mir sogar nur 2 oder 3 Monate. Aber da habe ich wirklich sonst, bis auf meinen Job und den Haushalt, habe ich sonst nichts gemacht. Gar nichts. Habe es auch wirklich bewusst alles weggeschoben, weil natürlich kamen dann Leute, ja, magst du nicht das machen oder das oder magst du das verkaufen? Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Mhm. Irgendwann kommt es dann. Das heißt eigentlich, du hast die Ablenkungen abgedreht, oder so im Außen? Ja, kann man so sagen, ja. Du hast wirklich diese Angebote oder diese Ablenkungen oder diese Nebenschauplätze mal einfach reduziert oder so, wie du sagst, einfach wirklich gecuttet, damit du wieder Verbindung mit dir aufnehmen kannst und das einfach aus dir rauskommen kann, was es denn wirklich ist. Ja, ich habe aber auch keine Selbstfindungsmeditationen oder so gemacht, weil natürlich gibt es da ja auch massenhafte Angebote, ja. Also selbst das habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich alles abgedreht. Also voll im Vertrauen, dass die Lösung in dir angelegt ist. Und dass nur mal im Außen ruhig genug sein muss, damit dein Inneres sich Gehör verschaffen kann. Ja, und einfach auch dieses Vertrauen in den Fluss des Lebens, weil ich denke mir dann immer in solchen Situationen, das Leben wird wissen, was es vorhat. Mhm. Es kann aber nicht zu dir sprechen, wenn es im Außen einfach ewig laut ist, ja, und du nicht weißt oder nicht verstehst, wer da was da gerade eigentlich zu dir versucht durchzudringen, ja? Schönes Bild. Also wir finden es auf alle Fälle total klasse, dass das Leben uns zusammengeführt hat und dass wir ein Stück deines Weges mit dir gemeinsam gehen haben dürfen, weil es ein
Schön ist, Menschen zu kennen, die solche Sachen sagen, wie du es gerade gesagt hast, weil es uns mit Freude erfüllt, wenn Menschen ihrs gefunden haben, weil das ist genau die Idee, warum wir angetreten sind mit authentischem Marketing, weil es nur aus unserer Sicht nur so gehen kann. Ja. Das, was du da machst, also man sieht es dir an, will ich jetzt mal so sagen, dass es dir Freude bereitet. Ja, das tut es wirklich von ganzem Herzen. Und das ist eigentlich, also das ist wirklich der Schlüssel, den du da rausgehört hast oder für dich so als Aha erlebt hast, weil authentisches Marketing ist schlussendlich, das sind wir. Ja, also es geht nicht darum, irgendwo eine Verpackung zu kreieren, sondern es geht darum, einfach wirklich selbst rauszugehen als die Person, die man ist, ja, oder die man eben, ja, als die wir jetzt im Moment gerade unterwegs sind. Es geht nämlich, glaube ich, auch ganz, ganz viel darum, es einfach zu tun. Also sich vorzunehmen, das kennen wir doch alle, oder? Wir nehmen uns, wir melden uns von den zigtausend Newslettern ab, die sich alle bei uns in den Postfächern stapeln und wo wir anhand des 100er Fortschritts im Posteingang erkennen, aha, jetzt ist wieder eine neue Mail da, weil wir sie uns aufheben, um sie irgendeinmal lesen zu können. Das ist irgendwo aus dem heraus, dass es nicht genug ist, so wie wir sind. Es ist unbefreiend, so wie du sagst, einmal dieses Manöver durchzuziehen und zu sagen, ich kappe mich jetzt mal von dem ganz bewusst, um mir selbst Luft zu verschaffen, um dem Leben die Gelegenheit zu geben, zu mir zu sprechen. Und das ist eine enorme Kraft, die dann freigelegt wird. Und erst dann, denke ich mal, ist es möglich, dass wir unseres machen können. Und Da muss auch mal trainiert werden, dass dieser Quasselgeist von da links oben irgendwann mal Ruhe gibt und dass einmal das Herz und der Bauch mitreden dürfen mit dem Ganzen. Weil es eben genau ein Trugschluss ist, wenn man immer den Strömungen nachläuft, die man im Außen gerade so hereinbekommt. Weil es ein Trugschluss ist, wenn man genau die eine Sparte sucht, wo gerade der Bär steckt. Ja. Die eigene ist. Wenn es die eigene ist, ja, natürlich, Vollgas dorthin. Aber meistens ist es was ganz was anderes, wozu wir auf diesem Erdenrund wandeln. Und bei dir ist es halt eben diese Aromatherapie zu revolutionieren und hip zu machen. Du hast vorhin gesagt, du würdest Workshops anbieten. Ja, ganz genau. Da noch was dazu sagen. Also wir haben im Vorgespräch haben wir gesagt, es ist ja da was im Busch und es würde vielleicht noch Restplätze geben. Ja, also am 14.10. findet mein allererster Workshop statt. Der heißt Smell the Happiness, weil es einfach meine Erfahrung war, mit den Ölen glücklich zu werden und weil ätherische Öle einfach so genial sind, um Gefühle zu verändern und zu transformieren. Und deswegen stelle ich da einfach die Grundlagen der Aromatherapie zur Verfügung mit einem Skript, einem Workshop und damit man auch die ätherischen Öle seiner Wahl immer bei sich tragen kann, handfertigen wir alle gemeinsam dann selber ein Happy Aroma Armband. Da können die Teilnehmerinnen einfach aus meinen Steinen, Perlen, Bandfarben alles mischen, nach Lust und Laune, wie sie das wollen. Sie dürfen sich quasi durch deine Schatzkiste wühlen. Ganz genau, ja, ganz genau. Also damit jeder wirklich auch so sein ganz persönliches Wunschschmuckstück kreieren kann. Und da ist noch ein einziger Platz frei. Das ist ein Sonntag um 14 Uhr. Und der findet in Wien statt, bei mir zu Hause zum ersten Mal. Und ja, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Es werden noch weitere Workshops stattfinden, vor allem auch ein Duftmaler-Workshop, wo man halt Malers machen kann. Und zu Weihnachten wird es noch einen Workshop geben, bei dem man selbst Sachen, also in Form von Naturkosmetik, machen kann und die dann auch gerne verschenken kann, natürlich zu Weihnachten. Ja, weil, schön. Wenn man in der Fülle dieser Details nicht alles mitbekommen hat, kann man das auch irgendwo nachlesen oder wie kommt man denn mit dir in Kontakt? Am besten über meine Website www.happyaroma.at.
Da könnt ihr Okay. mir gerne eine Nachricht schreiben oder euch mal in meinem Shop umsehen oder Blogartikel gibt es auch. Und ansonsten kommen die Workshop-Termine nächste Woche dann online. Sehr gut. Also wir werden diese Adresse auch diesen Beitrag beifügen, damit da alle, die da zugesehen haben Genau. oder dies nachsehen, die dies nachsehen, nicht das Nachsehen haben. Und wir werden da, genau, werden den Link dazu stellen. Das heißt, es ist da einiges in Planung. Es kommt was zu auf die Nasen da draußen. Genau. Okay, cool. Aber nur guter Duft. Ganz klar. Jetzt schaue ich noch ganz kurz und frage mal in die Runde, wenn es Fragen gibt, dann bitte einfach da als Kommentarfunktion drunter schreiben, weil dann kann die Ivona noch drauf eingehen oder wir eben. Genau. Ja, Das ansonsten, ist genau. ihr lieben Zuseherinnen und Zuseher, tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt auch später noch Fragen stellen. Für Beantwortung sorgen. Wir sind ja mit der Ivona immer noch in Ivona ist ja Kontakt. auch in der Gruppe, also die Ja, kann man genau. Also leicht erreichen. das werden wir schon so machen. Okay. Fein. Fein. Danke, Ivi, dass du da Sehr warst. gerne. Danke für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Ja, Mit voll klasse. Ich bin jetzt auch euch. sehr gefreut, diesen duftigen Sonnenschein aus Windhoek in unserem Diamond Revolution Talk begrüßen zu dürfen. Ah Wir ja, jetzt fällt es mir gerade auf. Diamanten sind ja auch Steine. Ja, Gut. wer weiß, steht da mal. Auf die warte ich eben. Ah, das war die Wunschmale, die du gern hättest. Das war die Wunschmaler. Alles klar. Dann werden Ja. wir schauen, was die Zukunft da noch bringt. Ja. Wie Ja, sich viel der Mann. Glitzer, viel Genau. Diamant. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Auch an euch da draußen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, danke für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Wenn Fragen sind, schreibt es in den Chat, schreibt es uns oder schreibt es der Ivona. Und vor allem nützt die Gelegenheit, es gibt noch einen Platz, um Ivonas Wohnung kennenzulernen, weil wer weiß, ob der nächste Workshop dann noch bei ihr zu Hause geht. Also das ist eine Gelegenheit, die würden wir beim Shop packen, an eurer Stelle. Ja, Ja, vielen Dank. vielen Dank. Ebenfalls Dankeschön. Ja. Genau, und einen schönen Abend noch, ihr Lieben da draußen. Einen schönen Abend auch von mir. Tschüss. Tschüss. Na, ich muss das Meeting wohl im Live beenden. Moment. Live-Video beenden. Jetzt ist aber Tschüss. Ist jetzt Tschüss? Ja. Jetzt.